Welcome to the Battle Deck Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepod. Heute wieder mit meinen grandiosen Mithosts, einmal den Onai. Hallo Onai. Minasan, konnichiwa. Dann dem Hoshi. Hallo Hoshi. Servus. Und natürlich dem Olli, unserem Storyteller. Hallo Olli. Jetzt wollte ich auch Servus sagen, jetzt hat der Hoshi schon Servus gesagt. Dann sage ich halt Servus, Servus. Du könntest ja Servus La sagen. Das wäre dann Servus La, genau. Genau. Ah, sehr gut. Deine fränkische Wahlheimat hast du damit praktisch mit erwähnt. So schaut's aus. Hm. Bancho. Genau. Ja, die Franken heute sind die richtig Kranken, ne? Das auch. Wie sagen die Oberpfälzer immer, kommst du einmal nach Franken, darfst endlich wieder heim, wirst du Gott danken. Ah. Um ganz abzuschweifen, kennt ihr den Veitshöchheimer Fasching, wo die Neuhausener Feuerwehr? Kapellen, jawohl, die hat es nämlich gesagt. Ja. Finde ich mal toll. Ich kann mich mit den Oberpfälzern über die Franken lustig machen und mit den Franken über die Oberpfälzer. Das ist voll toll als Ausländer hier. Also. Genau, als Ausländer ist das super. Dann kannst du bei beiden Seiten mitmischen. Schön opportunistisch, bin ich auch dabei. Genau. Okay, aber es geht hier um Battletech. Wir haben es endlich wieder geschafft. Durch ein paar Verzögerungen wollten wir heute mal wieder ein Thema zu Ende bringen, und zwar Dark Age. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, machen wir einen kurzen Werbeblock sozusagen, auch wenn wir kein Geld oder sonst irgendwas kriegen. MWO haut irgendwie raus und Ona hat irgendwas von Robbenkloppen erzählt. Genau, also bei MWO gibt es im Moment Sales, um genau zu sein, Hero Sales, also alles an Hero Max. Gibt es 6 Phasen und da werden so ziemlich alle Hero Max verschachert, die es so irgendwie gibt. Ziemlichen Rabatten, was man so sieht. Und passend dazu gibt es auch Challenges, wo man viele, viele bunte Sachen gewinnen kann. So, ja. Wer MWO spielt, der hat da eventuell eine Freude dran. Außer so wie ich und du hast das meiste Zeug schon, dann ist. Also, das hat natürlich zur Konsequenz, dass man größtenteils auf Hero Max trifft. Das ist. Manchmal ist das schon ein bisschen erschreckend, wie man ja weiß. Hero Max können nur mit Realgeld gekauft werden, beziehungsweise MCs, die man sich dann über jahrelange Arbeit erspielt hat. Die haben dann natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen bessere Stats, Armor Quirks und so weiter. Das heißt also, da muss man 2-3 Mal mehr drauf husten, bevor die umfallen, aber. Ist schon ganz spannend momentan. Da sieht man dann nämlich dann auch so gute alte Streitrösser wie den Yenlo Wang wieder übers Schlachtfeld traben. Ganz niedlich. Aber ist das dann auch pay to win? Valides Argument, das haben wir mal für eine Weile ganz gut diskutiert. Im direkten Vergleich haben Hero Max in derselben Chassis-Klasse schon einen gewissen Vorteil. Ja, allerdings muss man schon auch dazu sagen, dass sie zwar von den, wenn man jetzt rein Stats sich ansieht, ab und zu einen Vorteil haben, ja. Aber es kommt natürlich immer darauf an, was du für einen Mech grund dagegen fährst. Und was man auch dazu sagen muss, es ist vor allem bei dem Clan Hero Max das Layout nicht immer super optimal, weshalb du dann sowieso Bots, Omnibots zum Beispiel von anderen Mechs reinmischen und damit vieles von den Bonus-Stats vom Omni-Bonus wieder verlierst. Also man kann es schon relativ gut ausgleichen. Und dazu kommt, dass die Masse der Spieler keine guten Mechs baut und man damit grundsätzlich einen Vorteil hat. Ja, und natürlich die Masse der Spieler sind auch generell nicht so unbedingt Top-Spieler, muss man sagen. Also wenn man scheiße ist, hilft der beste Mech nicht. Genau. Deswegen, und vor allem Teamplay ist OP. Ja, das ist korrekt. Deswegen auf ein paar Änderungen bei MWO einzugehen, die in der letzten Zeit passiert ist. Es gab einen großen Reset. Das heißt, das Elo-Ranking ist
eingefroren worden auf dem niedrigsten Stand und von dem aus muss man sich jetzt wieder hochprügeln. Das heißt, Spieler, die vorher Tier 1 waren, haben jetzt das große Vergnügen, sich durch die Mannigfaltigkeit von Tier 5, 4, 3, 2, 1 durchzuballern. Das ist am Anfang doch ziemlich komisch, weil wenn man ein bisschen Erfahrung hat und dann noch im Team unterwegs ist, dann radiert man halt mal ohne Probleme an einem Abend regelmäßig 2/3 der gegnerischen Max nieder. Ist ganz interessant für Neueinsteiger. Kann das jetzt auch nochmal eine Zeit geben, in der man da sich wie Kanonenfutter vorkommt? Warum haben sie es dann gemacht? Also was ist der Vorteil davon? Gute Frage. Also ich kann nur sagen, ich habe letzte Woche seit 8 Wochen wieder mal gespielt oder vorletzte Woche. Und wir waren zu viert im Team, wo wir auch schon, glaube ich, seit 6 Monaten nicht mehr zusammengespielt. Aber einfach dadurch, dass wir halt zu viert auf ein Ziel geschossen haben, haben wir uns so durch die anderen Mechs durchgesägt. Das ja, war nicht mehr feierlich. Und wir waren halt alle irgendein Tier 5 oder irgend so ein Scheiß, ne? Ja. Das alte Elo-System hatte halt ein Problem. Du bist halt, sagen wir mal, nie richtig abgestuft worden, wenn du halt ein bisschen gespielt hast. Und das neue System, das soll da mehr Balancing reinbringen. Dass du dich halt irgendwann so wirklich nach einer gewissen Spielzeit dann halt da einfindest, wo du real bist und nicht einfach nur, weil du lange gespielt hast, dann Tier 1 bist. Oh, genau. Okay. Also wenn du verlierst, wird das halt auch mit reingerechnet. Genau. Oh gut, dann kann ich verstehen, dass sie es zurückgesetzt haben, weil sie halt die Berechnung dahinter geändert haben. Obwohl, ja. Theoretisch. Genau, die Intention ist super, es ist halt jetzt wahrscheinlich gerade für Neueinsteiger ein bisschen. Wenn sie halt auf gute Spieler treffen, wenn nicht, dann ist es korrekt. Ja, klar. Und theoretisch sind die ja relativ schnell wieder weg, ne? Ja, also das ist die Playerbase, die nivelliert sich. Also ich würde sagen, dass es da keinen nennenswerten Aufstieg gibt. Das ist die Beobachtung, die man da halt hat, wenn man abends einfach mal reinguckt, ist, dass die meisten Bekannten dann halt bekannten Gesichter halt online sind aus den letzten paar Wochen. Und ja, ganz viele halt dann effektiv auch aufgehört haben zu spielen. Hat man das gehört zum Thema, oder mach du erst? Naja, man ist ja auch irgendwo klar, ich meine, wann ist die letzte neue Map erschienen und an Spielmodus hat sich jetzt nicht wirklich viel innerlich verändert und ich sag mal, wenn das Spiel halt keine neuen ernsthaften Impulse setzt, mit Solaris 7 ist halt daneben gegangen, dann geht die Playerbase auch irgendwann flöten, vor allem, weil das Überangebot an neuen Spielen, gerade diese Flut an kostenlosen Spielen in den letzten Monaten ist ja extrem. Du kriegst ja die Dinger momentan überall nachgeworfen und dann gehst du halt auch mal schnell mal fremd irgendwo und dann zerstreut sich die Community und das finde ich eigentlich, dass die Leute was anderes spielen, alles gut und das Spiele sich auch im Überleben auch gut, aber was ich halt total traurig finde, ist diese extreme Zerstreuung von Communities. Wenn ich abends hier auf Discord mal gucke oder so, es gibt praktisch keine zwei Leute, die dasselbe Game am Abend spielen. Es ist auch, man muss auch sagen, so, also es gibt einige Firmen, die halt komplett das Free-to-Play pushen im Moment, ne? Also Epic Games zum Beispiel kauft ja wie wild Games zusammen, die Pay-to-Play waren, ja, oder zumindest die man kaufen musste, und macht sie Free-to-Play. Die machen ja einfach geschenkt. Ja, also sie verschenken Spiele und aber sie machen, ich sage jetzt mal, kompetitive Spiele, also die E-Sports Clubs haben, machen sie komplett Free-to-Play, ne? Ah, okay. Also ja, die haben jetzt auch Beispiel Mitte des Monats Free-to-Play wird ist Rocket League, ja, und gibt es dann im Epic. Das klingt nicht so begeistert. Ja, man wird sehen, wie sich das auswirkt auf die ganze Szene. Mir prinzipiell ist es egal, weil ich bin so hoch in der Elo, dass mir das egal ist, wenn jetzt, weiß ich, ein Haufen Kinder auf irgendeiner niedrigen Elo reinkommen, ja. Aber für die Leute, die jetzt noch nicht in höherer Elo sind, nervig. Aber meine Frage, worauf ich hinaus wollte, ist, gibt es was Neues zum Thema, Sie haben ja jetzt MechWarrior 5 gemacht, bauen Sie mit der Unreal Engine dann ein neues MWO, machen Sie da was Neues drauf, hat man da was gehört? Schweigen im Puck. Genau, also
Ja. Das ist nämlich auch die Befürchtung, die ich jetzt habe. Also, ich weiß, ich hole jetzt ein bisschen aus, es tut mir schrecklich leid. Aber es kam MWO, das war dann nochmal so ein richtiger Push auf die Battletech-Community. Ich sag jetzt absichtlich. MWO meinst du? MW5 meinst du? Nee, MWO. Ah, okay. MWO war jetzt so in der Historie von Battletech, also von dem ganzen Franchise und so, war das wieder so ein Push, wo man gesehen hat, ist okay, es gibt doch noch ein paar, die das kennen und die dann halt das auch spielen. Und dann so, als das Fahrwasser so langsam, also als der Kahn so langsam langsamer wurde, ist dann MW5 kreiert worden und das hat dann nochmal einen kleinen Push gegeben. Vorher war noch HBS Battletech. Aber jetzt ist die Luft halt wieder raus. Und man fragt sich, was kommt jetzt? Die DLCs. Weiß wer, ob MW5 jetzt ein Erfolg war oder was? Man hört das unter. Ich habe da keine Statistik zugesehen. Nee, ich glaube, also persönlich würde ich mal sagen, weniger als sie sich erhofft oder erwartet hatten. Das wäre mein Gefühl. Ich glaube aber, das haben sie durch den Epic-Deal reingeholt. Das denke ich schon, ja. Wenn man mal guckt, alles Vierteljahr, also ich würde sogar sagen, alle 8 Wochen, bekommt man die Benachrichtigung, MW5 ist jetzt im Sale für 30% vom Original. Also probieren halt noch ein bisschen Kleingeld rauszuwürgen. Ja gut, also die Sales sind ja, egal bei welchem Spiel, teilweise 14 Tage nach dem Release kommt der erste Sale. Also Sales würde ich jetzt nicht als Indikator für irgendwas Erfolgreiches nehmen. Das ist inzwischen einfach so, würde ich sagen. Naja, also man kann es schon ein bisschen anschauen. Also ich weiß nur zum Beispiel, der erste Sale von Witcher 3 auf Steam kam, glaube ich, 6 Monate. Ja, auch wieder wahr, ja. Aber naja. Also die Community dürstet, das Volk fragt sich, was kommt als nächstes? Oh. Bitte keine Spiele über MacRoy Dark Age. Womit wir beim Thema wären. Ja, aber Mist, wir hätten das andersrum machen müssen. Das wäre jetzt eine schöne Überleitung gewesen, aber wir haben noch was vorher. Ich hoffe ja, also wo wir jetzt bei dem, was wir nicht wünschen, ich hoffe ja irgendwo, dass die so sich ein bisschen was von World of Tanks und so abschauen. So mit Forschungsbaum und so. Das hat irgendwo was mit Langzeitmotivation, auch wenn es blöd ist, wenn man nicht genau den Mac spielen kann, den man will. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch eine gute Idee wäre für Battletech. Aber irgendwie. Ja, also das war ja auch wäre auch ein Ansatz gewesen, dass man halt sich vom Light Mac zum Assault halt hochdient, sozusagen. Ne? Mhm. Wobei die Light Macs definitiv am schwersten zu spielen sind, damit dann auch die Frustration halt sehr hoch gewesen wäre für viele Spieler. Ne? Mhm. Naja, World of Tanks, also ich spiele mit einem Kumpel World of Tanks auf der Konsole und da hast du halt verschiedene Bäume, du hast den mittleren Baum, den Heavy Baum, den Light Baum, den Artillery Baum und so weiter. Und da hangelst du dich dann halt hoch. Also klar, du weißt es ja eh. Genau, hab's lange noch gespielt. Genau. Also ich kann das auch verstehen, also ich meine, ich habe auch hier Dingskirchen, World of Warships wie ein Blöder gesuchtet, ne? So, das ist auf jeden Fall auch ein Prinzip, das ich mag. Also ich spiele sowas gerne. Es fühlt sich dann auch wertig an, wenn man dann halt, was weiß ich, seine Yamato oder so dann freigespielt hat oder sein E10 oder sowas in der Richtung. Ne? Es ist halt nur das Problem, dass du bei solchen Spielen immer im gleichen Tier gematcht wirst. Ne? Das heißt, diese Billigpanzer am Anfang, die billigen, spielen auch nur gegen Billigpanzer. Wie willst du es hier machen? Spielen dann nur Locust und Jenna und Kommandos gegeneinander. Und im High-Tier laufen nur noch Atlas und Direwolf und so weiter und so weiter rum. Das ist halt das große Problem, dass Battletech ganz anders angelegt ist als die anderen Spiele. Natürlich könnte man sagen, dass es hochwertige Lights gibt, die kommen dann nur im High-Tier vor. Aber das würde dem ganzen Lore widersprechen, weil Jenna oder was weiß ich, hier Arctic Fox oder so, wie auch immer, die treffen oder hier den Piranha, würden in dem Battletech-Szenario natürlich auch auf den Locust treffen. Das ist jetzt nicht so, dass 1945 irgendwie einer noch im Panzerkampfwagen 1 an die Front gefahren ist. Die gab es da einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Höchstens in einem Ausbildungsbataillon für die Fahrschüler noch. Da ist es irgendwo logisch, dass solche Panzer nicht mehr vorkommen. Dann ist maximal der Lux oder der Puma oder sowas dann da noch im High-End sozusagen rumgefahren. Und das lässt sich halt von der Evolution der Fahrzeuge begründen. Bei Battletech wäre das sehr viel schwieriger, weil theoretisch alle Mechs ab einem gewissen Zeitpunkt
gleichzeitig auf dem Schlachtfeld gewesen sind und auch sein werden, solange sie noch existieren. Aber dann wird man ja das Problem immer haben. Also du wirst ja keinen Fortschrittsbaum irgendwie haben, keinen Progressbaum, ne? Nicht in dem Sinne, ne? Also das wird halt immer schwierig bleiben. Das kannst du halt nur in Söldnerkampagnen sozusagen oder in Singleplayer oder Cooperative kannst du es halt ein bisschen steuern. Wobei es auch da Fische ist. Ich meine, im Raum Davian begegnest du bei der MW5-Kampagne andauernd nur Lightmechs und so weiter und Fahrzeuge. Also wenn die Vereinigten Sonnen damit an die Stadt gegangen wären, dann viel Spaß. Dann hätten sie den Nachfolgekrieg nicht gewonnen. Na, unerüberlegt. Vielleicht waren sie ja, dadurch ein Light Heavy Guard. Ja, genau. Ja, ich überlege gerade, ob das dann endlich meine Sommerresidenz gewesen wäre auf Avalon. Auf New Avalon. Genau, aber egal. Ja, genau. Vor allem das Geile wäre, vom Height hier ist ja Kurita in dem Spiel das höchste. Das heißt, noch über von der Tonnage noch über Steiner. Es da gibt nichts in der Tonnage über Steiner. Ja, ja, klar. Da hat, also Kurita hat ja auch so viele Fabriken, wo sie Salt und Heavy Mix herstellen. Also. Ja, okay, also da es ist nicht einfach im Battletech. Nee, definitiv nicht. Also nicht, wenn man Lore-gerechtes macht, und da hat man halt immer das Problem, dass die Leute sonst halt anfangen zu maulen, wenn es nicht lore-konform veranstaltet. Hm. Also ich sag mal so, dass um nochmal die Idee von World of Tanks zum Beispiel mal mit reinzubringen. Also wenn sie jetzt das packen würden in MWO, dann halt diese Invasion mit Stockmax reinbringen könnten. Ja. Dass man da wirklich sagen könnte, ist okay, wir machen jetzt hier den dritten Nachfolgekrieg. Es gibt nur bestimmte Max, die ihr auswählen dürft, und die werden auch nur Stock gefahren. Oh. Das wäre nochmal eine Sache, damit würde man noch so ein paar richtige Hardliner nochmal angekitzelt bekommen. Ja, vor allem gerade das, da könnten sie tatsächlich von World of Tanks lernen. Ich weiß gar nicht, wie der Spielmodus heißt, aber der mit diesen großen Karten, wo parallel drei Gefechte stattfinden und am Ende des Tages dann sozusagen nur bestimmte Panzer dann zugelassen sind für diese Gefechte. Die kannst du dir dann im Zweifelsfall leihen, wenn du die nicht besitzt, also für Ingame-Credits oder auch Gold, oder kannst du dir halt dann entsprechend kaufen. Ja. Okay, jo. Das könnte man ja auch machen, dass man so Kampagnen rollieren lässt und dann Stockmax und ansonsten halt das freie Spielen wie jetzt, ne? Genau. Dann kannst du immer deine Lieblingsspritzerwanne kannst du jederzeit fahren, und für die Fans Franchise, die ja eigentlich auch der Kern sozusagen der Community sind, kannst du solche Sachen halt anbieten, ne? Ja, also Piranha Bytes? Nee, Quatsch. Nicht Piranha, wie heißen sie? PGI. Wenn ihr das hört, was ihr nicht tut, weil meine E-Mail habt ihr auch noch nicht beantwortet. Ja. Sprecht mit uns. Genau. Ja, genau. Wir helfen euch. Nee, ignorieren Sie sie so. Aber ja. Gibt es nicht noch News ohne von Catalyst? Ja. Also um das Update Nummer 127 zu betiteln, Fotos. Es sind jede Menge Sachen, die in der Wave 1, also der ersten Welle an Goodies, die verschickt werden, dann halt aufgetaucht. Sie waren auch mal so nett und haben das dann halt sehr pikturesk auf dem Tisch dann halt ausgebreitet. Also es ist im Prinzip schon das, was das Hardliner-Herz hochschlagen lässt. Man hat die Pins, man hat die T-Shirts, man hat die Aufnäher, man hat die Würfel. Und selbstverständlich natürlich auch diese komischen kleinen Plastikfiguren und die PVC-Matten und alles Mögliche. Das heißt also, das ist so, man sieht den Progress, man kann sich denken, dass es da dann in den nächsten paar Wochen dann losgeht mit dem Verschiffen. Was dann auch endlich heißt, dass Onai seinen, zumindest, um ihn erstmal ruhig zu stellen, den kleinen Irby kriegt. Den Plüsch-Irby kriege ich in der ersten Wave nicht. Ich finde das eine Sauerei. Oh. Aber gut, ist okay. Ich warte bis Weihnachten. Kein Problem. Aber dann kriege ich meinen Plüsch-Irby. Welches Jahr? Dieses Jahr, 2020. Okay. Mal gucken. Nee, also man sieht schon, dass es... Wir wollen dann aber auf jeden Fall ohne und Plüsch-Irby Knuddeltos sehen. Selbstverständlich. Selbstverständlich.
Und dann mache ich auch so komische Fotos, wie andere Leute das machen. Den schleife ich dann mit in Urlaub und stelle ihn dann neben den Eiffelturm in Paris und mache Fotos davon und ja. Oh ja. Genau. Irby auf Invasion Tour. Meine Frau wird mich geschlagen. Genau. Ach, die ist das gewohnt. Die weiß, dass sie einen Verrückten geheiratet hat. Genau. Ja. Genau. Ich habe ihr wenig Chancen gelassen. Oh. Nee, gut. Aber, du musst ja schon am Anfang gesagt haben, statt ich zeig dir meine Briefmarkensammlung, ich zeig dir meine Macs, oder? Genau. Aber nur angucken, nicht anfassen. Mhm. Social Distancing, Not touching, not touching. Ja, sag mal, Unai, hast du da ein Dropship auf dem T-Shirt? Also für die, die fragen, nein, wir sehen uns nicht, sondern also nicht in echt, sondern über Kamera. Daran merkt man, dass du voll der Profi bist. Guck mal, hier sieht das aus wie ein Dropship. Nein, ich habe nur das da oben gesehen, dieses, das oben rechts da, also von dir aus oben links. Das sah dann aus wie ein Dingens. Für alle Zuhörer, es ist ein Marauder. Ja. Genau. Ich hab's ja nicht gesehen. Jetzt muss ich wieder aufstehen. Steh mal auf. Natürlich Marauder. Genau. Marauder. Marauder. Das ist die typisch deutsche Sprechweise. Oh, ich habe neulich im Radio erstmal Wirecard, ne, und Amazon. Ne? Amazon, oh ja. Passt Marauder auch ganz gut in die Reihe. Ja. Wie ist der zweite Vorname von Giorgio Marauder? Giovanni. Ja. Giovanni Giorgio. Oder auch so, ja. Gut. Hätte man das auch geklärt? Ja. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Oder habt ihr noch irgendwas? Ah ja, doch, stimmt. Ja, Moment. Doch. Wir haben ja noch was. Olli, es gibt ein, und zwar Notes from the Banker. Ja, weiß genau. Richtig deutsch ausgesprochen. Ja, Banker. Ja, ja. Und zwar von Novelist Blaine L. Pardoe. Blaine Lee Pardoe, also Battletech-Fans, sehr bekannt, ein renommierter Battletech-Romanautor, der auch jede Menge, der hat mit den Sourcebooks, glaube ich, und in welchen Szenariobüchern Ende der 80er begonnen. Das heißt, der ist ein Urgestein der Battletech-Szene. Und der hat seit so ein, zwei Jahren das Angebot gestellt, dass er Spielernamen aus der Community in seine Romane integriert. Kann sein, dass du so ein NPC bist, das kann auch sein, dass eine Ortschaft oder ein See oder ein Schiff oder was auch immer nach dir benannt wird oder zumindest in Variation. Und da kann man seinen Namen über Facebook oder konnte man immer mal wieder in den Ring werfen und tatsächlich wurde mein Name vor ein, zwei Jahren halt eben mal gezogen und da hat er dann mir auch eine sehr prominente Rolle angekündigt und ich war wie von den Socken. Ona kann sich da bestimmt noch gut dran erinnern. Mhm. Das haben wir hier auch schon mal erwähnt. Genau, es ist eine ganze Weile her und es ist halt ewig nichts passiert, weil der Roman sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen, ist er dann doch nicht. Jetzt ist er endlich erschienen. Ich habe ihn noch nicht gelesen, weil ich habe mir aus verschiedenen Gründen eine mehrmonatige Facebook-Abstinenz verordnet, weil Facebook nicht so gut für mich war. Und jetzt habe ich mal wieder in seinen Blog geguckt, um mal zu gucken, wie denn der Stand der Dinge ist. Und da habe ich dann nach meinem Namen gesucht und tatsächlich, da stand was. Und zwar zu dem Roman Rock of the Republic, der jetzt Ende Juli erschienen ist. Ich habe ihn mir noch nicht gekauft, ich werde es dann heute Abend noch tun. Da steht einige Namen drunter, und zwar unter anderem Technically, Oliver Harker should probably be on this list, but trust me, he will get the full recognition he deserves in several upcoming things. Und dieser Satz ist interpretationswürdig. Und ne, ihr habt ihn jetzt ja auch schon gelesen. Was denkt ihr, was er da genau sagt? Na, ist doch logisch. Du wirst der Bösewicht. Wäre auch nicht schlecht, ne? Aber genau, also mein englisches Verständnis ist so, du bist nicht auf der Liste und nicht in dem Buch, aber in folgenden wirst du sehr prominent sein. Also es klingt zumindest nicht nach so einem typischen Star Trek Red Shirt Job. Genau. Das nicht. Ja, er hat ja auch schon mal was geschrieben und zwar irgendein Clan-Admiral, also von einem Sternschiff, das hatte er ja schon mal so geschrieben. Star Admiral oder so ähnlich. Da war ich schon mal sehr erstaunt, weil ich jetzt nicht so für meinen, ja okay, World of Warships vielleicht, aber nicht so für meine
Affinität für Raumkämpfe bekannt bin im Battletech. Aber nun gut, also ich habe mich trotzdem natürlich gefreut, aber jetzt, also ich scheine wohl in dem Buch nicht vorzukommen, wenn ich das so richtig dann auch, versteht ihr auch so, ne? Verstehe ich. Aber dann weiß ich zumindest, dann wird das Buch nachher aus dem Schrank rausgerobbt und dann lesen wir das halt mal zwischendurch. Ja, ne, also das ist das eine, aber dann das Wort Several. Genau, so ja, vielleicht macht er eine neue Trilogie oder so, wer weiß. Weißt du, irgendwo so eine Trilogie, wo irgendein Clan-Admiral einfach unschuldige Robbenbabys tötet. Bambis. Ja, vorsichtshalber mal wegnugt oder so, ja? Genau. Und dann kommt die Jagd der ganzen inneren Sphäre auf den Admiral Oliver Hake. Genau. Oder sowas. Irgendwas Kleines. Genau, Oliver Hake, der Claner, der Sun Tzu Liao als voll zurechnungsfähig aussehen ließ. Oh Mann. Oh, Olli, ich glaube, er kennt dich. Ja. Mr. Blaine DiPardo, wir schicken schon mal ein paar Vorschläge. Genau. Genau. Ja. Sepp Brannigan ist ein Scheißdreck dagegen. Genau. Wir sind gespannt. Der Kaiser Sose der Clans. Oh Mann. Also ich finde es auf jeden Fall alles sehr interessant, weil damit hatte ich jetzt nicht so, also nicht gerechnet. Ich dachte, was weiß ich, keine Ahnung, ich bin der Tankwart oder so irgendwie zwischendurch mal. Nee, aber jetzt mal ernst, das klingt super cool. Also ich denke mal, da werden auch einige Rager-Posts bei den diversen Streaming-Diensten, wo das hochgeladen wird, dann auch da hochkommen, dass deren Name leider nicht gewählt worden ist, aber oder nur ein W ist. Genau. Aber mit Neidern müssen alle Promis leben. Ja. Also mal ein bisschen zum Hintergrund. Also ich kenne jetzt den Blaine DiPardo nicht persönlich. Ich habe ein paar Diskussionen mal mit ihm geführt. Lassen sich an einer Hand abzählen. Unter anderem halt über den amerikanischen Bürgerkrieg. Also wir haben beide da eine starke Affinität, so wie Ike halt auch. Und wir hatten mal eine Diskussion darüber, ob Gettysburg jetzt nochmal ein Turning Point war oder nicht, ne? Oder ob die Schlacht von Gettysburg im Kontext des amerikanischen Bürgerkriegs überbewertet ist. Und wir hatten wieder durchaus kontroverse Meinungen, haben das aber sehr solide und interessant auch diskutiert. Also das heißt, möglicherweise habe ich dann irgendwie so einen Eindruck hinterlassen. Keine Ahnung. Also, ja, gut. Naja, also ich bin gespannt. Auch wenn ich ein bisschen traurig bin, weil ich hatte mich schon sehr auf das Buch letztes Jahr gefreut. Jetzt bin ich da wieder nicht drin. Mal schauen. Also mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ja, aber das Buch an sich wird bestimmt trotzdem ganz toll. Ja, vielleicht gibt es nur so eine Erwähnung oder so von wegen, dass es irgendwo einen irren Admiral gibt, der komische Robbenbabys tötet. So. Irgendwo auch noch ohne Namen. Admiral Hake und die Sowjetski-Soyuz-Klasse HMS Titanic. Ja, genau. Ich will noch Gigantic und Olympic noch dabei haben. Genau. Fly us to that blackish, holish thing over there. Ja. Ja. Okay. Nee, aber du kannst davon ausgehen, Ona ist ein bisschen eifersüchtig. Aber ich gönn's dir. Nicht nur Ona. Genau. Speaking about blackish, holish things. Genau. Reden wir, wenn es dunkel wird. Die Zeit wird dunkel. Genau. Das Licht geht aus. Wo waren wir das letzte Mal? Letztes Mal haben wir ja schon so einen ersten Eindruck gegeben. Genau. Also wir haben den Dschihad erfolgreich zu Grabe getragen. Darauf folgt dann die Zeit, die als MacWarrior Dark Age bekannt ist. Das ist also fürs Battletech Lore ist das so eine Zeit ab 31:30. Um nochmal zu rekapitulieren, es gibt so eine, im Zentrum der inneren Sphäre hat sich die Republik der inneren Sphäre gegründet. Aus den Trümmern des Dschihad heraus. Sie waren alle glücklich für eine Zeit. Und dann ging es selbstverständlich wieder mal ab zu den Mechs. Agromechs. Ja, warum? Also ich meine, wenn alle glücklich sind? Genau, so kurz vor dem Dschihad quasi gibt es noch der Superhero Devlin Stone, ne? Tritt zurück, sagt mehr oder weniger,
wenn er wieder gebraucht wird, wird er wieder da sein, aber er verabschiedet sich mal und erklärt quasi Damien Redburn als seinen Nachfolger. Und das geht dann auch noch so 2 Jahre gut, ne? Mhm. Und dann passiert eben das, warum die Dark Age Dark Age heißt, nämlich 31-32, kollabiert quasi der HPG ehemals Comstar. Und das heißt mehr oder weniger, also es ist, glaube ich, nicht der ganze Grid, sondern es sind so 80% oder irgend sowas, ne? Korrekt. Ein Großteil auf jeden Fall. Genau, so ein Großteil. Bevor wir da machen, muss ich mal einhaken, Frage gleich, wieso ehemals Comstar? Ist es jetzt dann Black Sword? Nee, Black Sword gibt es ja auch nicht mehr. Wer ist es jetzt? Nee, also der Großteil wird schon vom Comstar-Leuten quasi, oder von dem, heißen noch immer Comstar, gewartet quasi, ja. Aber die sind nicht mehr so, erstens mal nicht mehr so religiös wie vorher, ja. Mhm. Sondern es ist eher wie eine Firma quasi gehandhabt. Mhm. Ist nicht so überdrüber, wie es mal war. Und auf jeden Fall der HPG, also Hyperpulsgenerator, geht aus unerfindlichen Gründen, also man weiß nicht warum, offline. Und damit wird es natürlich schwierig, Nachrichten zwischen Planeten zu schicken. Weil die einzige Möglichkeit, quasi Nachrichten zu schicken, wenn du keinen HPG-Grid hast, ist mit einem Kurierschiff. Und interstellarer Travel, wer es kennt aus Battletech, ist ja auch beschränkt, sage ich mal. Also man kann ja nicht unendlich weit springen, ja, mit den Jumpships, sondern man muss quasi immer wieder einen Halt machen. Und es gibt auch nach wie vor, weil ich sage mal, es ist zwar stark aufgerüstet worden in den Zeiten, aber es gab natürlich auch viele Kriege, ja. Und damit sind auch die Ressourcen an Jumpships relativ begrenzt noch immer. Ja. Mhm. Also es ist nicht so, wie ganz in den schlechtesten Zeiten war, aber es ist schon eine gewisse Grenzung, ne, was das Ganze angeht. Und damit, sage ich mal, ist es natürlich nicht ganz so einfach, die Nachrichten zu verschicken. Ich meine, man versucht natürlich eher alles Mögliche, um hier irgendwie Abhilfe zu schaffen. Aber haben die Faxgeräte von Davian noch funktioniert? Oder sind die auch dahin? Die sind davon unangetastet geblieben. Genau. Also dieser Ausfall des HPG-Netzes, der wurde in manchen Quellen beschrieben als so ein Virus von Word of Blake, der irgendwo in den Subsystemen noch vor sich hin gewartet hat bis Tag X und um dann nochmal alles stillzulegen. Aber dadurch, dass diese kleinen Faxgeräte von Horst Davion da ja nicht angeschlossen waren, waren die jetzt erstmal davon safe. Kurita hatte dann eigene Faxgeräte entwickelt auch zum Beispiel. Aber das Thema ist halt auch, diese Faxgeräte sind von dem, was sie an Message transportieren können, relativ gering. Mhm. Also und die Übertragung dauert trotzdem relativ lang und ist auch nicht eine Langstreckenübertragung oder so. Also du kannst nicht so wie mit einem Hyperpulsgenerator, keine Ahnung, eine Nachricht von Diaron nach New Avalon schicken im Handumdrehen, wenn du genug Kohle einwirfst, ja, weil diese, sagen wir mal, Zeitverzögerungen, die Comstar immer gehabt hat, war der rein, obwohl sie lustig waren, sage ich mal, ne? Also, wenn du genügend Energie in die Haupthyperpulsgeneratoren gesteckt hast, war es instant. Ja. Jetzt weiß man eigentlich, wie die Hyperpuls-Generatoren funktionieren. Gibt es da irgendwie eine richtige Erklärung, offiziell? Ich würde sagen, gut. Genau. das ist eine Faltung des Raumes. Das wird ja auch da immer gerne beschrieben, wenn die Sprungschiffe halt ihre Körni-Fochida-Antrieb starten. Dass halt quasi der dreidimensionale Raum erstmal kleiner gemacht wird und dass man sich fühlt, als wenn das sich auf Stecknadelkopfgröße reduziert. Also die Physik dahinter, die ist nicht ganz so einleuchtend. Da gibt's so ganz interessante Sachen, mit denen sie dann im Lore halt um sich schmeißen, dass ein Sprungschiff, bevor es irgendwo ankommt, schon eine Infrarotsignatur am Ziel aufbaut. Also es gibt keine richtig nachvollziehbare Physik nach heutigem Standpunkt, auf dem das Ganze beruht. Mhm. Ja. Genau, also es ist
Es ist auch eben beim HPG-Grid überhaupt nicht richtig, wie es genau funktioniert, weil es ist ja auch, ich sag mal, jetzt rein realistisch-physikalischen Schwachsinn, dass ein HPG-Grid einen Dish hat, ja? Also sprich so eine Sattel, ja? Macht er absolut keinen Sinn. Aber ja, Schwamm drüber. Das ist halt Science-Fiction, ja. Genau, das ist Battletech und kein Logitech. So. Ja, so Sakrileg. Und ja, es gibt halt ein paar Versuche, es ist kein. Und vor allem, man muss auch sagen, die Physik, wo zu Zeiten, wo Battletech erfunden war, war noch nicht so weit wie heute, ja, und auch nicht das Wissen so allgemein verfügbar, ne? Weil heute kannst du ja, weiß nicht, auf BBS Space Time ein paar Physikvideos anschauen und du weißt mehr als 90% der Leute in den 90er Jahren, ne? Ist halt, ja. Also es ging auf jeden Fall nicht mehr. Aber nur 80% irgendwie, ein Teil ging noch, oder? Ein Teil ging noch, ja. Also wobei eben die Strecken, was da überbrückt werden konnte, nicht so groß waren, etc. Und damit hast du natürlich auch das Problem, wie gesagt, dass man quasi vor allem, sag ich mal, Welten, die nicht mehr, also die nicht so strategisch interessant sind oder sonst irgendwas, ja. Also, weil man darf sich vorstellen, die innere Sphäre ist ja riesig groß mit ganz, ganz vielen Welten, ne? Früher war das, man sieht ja heute, die Welt ist auf eine Stecknadel reduziert und die Leute sind sich eigentlich gar nicht bewusst, wie groß unsere Erde ist, weil man kann ja von überall auf der Welt einen Skype-Anruf machen und oder Discord, wie wir es jetzt machen oder so, die Entfernung wäre egal, wir könnten hier auch einen Japaner und einen Amerikaner mit dabei haben, kompletten Nuss, ne? Aber unsere Kugel, auf der wir leben, ist eigentlich verdammt groß. Ne? Also sprich ein Trip, man kann sich das super in der Geschichte ansehen, man muss sich nur mal anschauen, wie lang der Marco Polo nach China gebraucht hat und wieder retour. Dann kann man ungefähr sich denken, ja, der Scheiße, das ist doch verdammt ein breiter Weg. Das ist nur eine 747, ist halt verdammt schnell. Gut. Und genauso ist bei Battletech, also du hast halt quasi die innere Sphäre auf eine Stricknadel reduziert, wenn du von jedem Planeten ganz einfach Sachen hin und her schicken kannst und jeder Planet quasi sein unter deiner Herrschaft ist, ja. Aber du hast natürlich ein Problem, wenn du zu 80% deiner Planeten plötzlich keine Verbindung mehr hast, die auch nichts mehr von dir hören, du auch nicht mit jedem faxen, weil ich sage mal, die Anzahl der Faxgeräte war ja auch relativ gering. Dann gibt es natürlich einen ganzen Haufen Planeten, wo irgendein lokaler Senator oder irgendwas sagt, bin ich hier die König? Oder so, ja, und oder Nachschub natürlich quasi nicht mehr bekannt ist, ob irgendwas kommt oder soll was kommen oder wer soll wohin fliegen, wo bringen wir unsere Waren an und so weiter. Ne? Also es wird alles im Prinzip reduziert auf, was machen wir jetzt? Ja. Genau. Das ist nämlich der Punkt, um da dann halt auch diese Lücke ein bisschen zu schließen. Die Republik der inneren Sphäre hat sie sich zusammengesetzt aus, ja, ich sag mal so, annektierten Gebieten aus den ehemaligen Nachfolgestaaten. Unser geliebtes Dairon gehört zum Beispiel auch dazu. Da waren halt immer wieder so ein paar Elemente, die halt der Meinung waren, also wir sind jetzt zwar Mitglied der Republik der inneren Sphäre, aber eigentlich sind wir in unserem Herzen ja dann noch Davion, Steiner, Kurita, Liao und das war halt der richtige Zeitpunkt, um halt solchen Tendenzen dann halt mal richtig Fahrt zu geben, um halt da die Revolution zu üben. Genau, noch dazu kommt natürlich die, was natürlich sofort in Panik verfallen sind, alle, die normalerweise mit der Versorgung Häusern relativ gut Geld verdient haben, ne? Die versuchen jetzt natürlich irgendwie die Kommunikation aufrechtzuerhalten und irgendeinem Haus anzuschließen und so, ja, wir werden nur noch für euch produzieren, ihr seid die Besten, ole ole, ne? Und andererseits ist so ein Blackout natürlich auch super, um sowas wie die Mann, Demokratie, wer kommt auf so eine scheiß Idee, ne? Quasi niederzufahren, ja, und verlorenes Gebiet da wieder einzunehmen. Ja. Gut, aber das heißt ja, dass Devil and Stone jetzt dann in den nächsten Tagen wiederkommt, oder? Und dann ist wieder alles gut. Ja, genau. Nee, leider nicht. Aber du kannst dreimal raten, welches Haus anfängt mit den Invasionen? Liao. 100 Punkte.
Also für die war eigentlich wie immer, ne, das ist über die Jahrhunderte, war das Aufgebahren und sowas alles. Das hat dann nie aufgehört. Das heißt, die haben dann, ich glaube, da war das HPG-Netz noch nicht ganz runtergefahren. Also die letzte Lampe war noch nicht erloschen, schon sind die ersten Straßenzüge am Brennen gewesen. Naja, gut. Man war da halt so drin. Ne? Genau, aber die anderen machen dann mit, also so ist es. Ja, wenn die Party mal losgeht, wollen alle mitmachen. Genau. Aber war das nicht so, dass die vorher in dieser Zeit, wo Friede, Freude, Eierkuchen, haben die ganzen Macs eingestampft und abgebrüstet und die gab es alle gar nicht mehr? Da gab es ein Abrüstungsabkommen, ja, das ist richtig. Das heißt, da man aus dem Dschihad gelernt hatte, dass das Zerstörungspotenzial auf allen Seiten halt wieder maximal war, da haben natürlich einige Welten bessere Geschichten erzählen können als andere. Also da wurde ja auch dann öfters mal mit Nuklearsprengköpfen durch die Gegend geschmissen. Hat man sich dann dazu entschlossen, radikal das Militär runterzuschrumpfen. Das heißt, das waren dann so Zustände, wie man sie als Hardcore-Battletech-Fan so aus den Ursprüngen kennt, dass nur so eine Lanze Max und davon hat eigentlich nur zwei so richtig funktioniert, dann halt auf einem Planeten sich wiedergefunden. Aber interessanterweise dann jede Menge Panzer und halt auch Battle Armors, die halt erst zu Zeiten des Dschihad so richtig aufgeblüht sind. Ja, das waren so die Zustände, die das Militär dann halt da hatte. Genau. Das geht auch so bis, glaube ich, so 31, 35 geht das weiter, also da wird sich fleißig gepickt und so weiter. Kommt natürlich ein Spielchen, um den zu hintergehen. Ein paar Leute werden um die Ecke gebracht, ne? Genau. Also um das Ganze mal so ein bisschen zu paraphrasieren, das, was vorher halt die Geschichte der ganzen inneren Sphäre war, mit den Häusern, die sich da bekriegt haben und den Clans, die irgendwann eingefallen sind und da dann noch mitgemischt haben, und zweifelhafte Bündnisse und der eine hat den anderen betrogen. Das hat sich jetzt erstmal so in dem Mikrokosmos in der Republik der inneren Sphäre abgespielt. Das heißt, also da waren halt auch diese Mikrofraktionen, die halt dann noch zugehörig war zu dem großen Haus, was halt ein paar Welten dann halt weiter daneben war. Nennen wir mal ein paar, da waren die Stormhammers, die gehörten zu Haus Diner. Da waren die Dragon's Fury, die gehörten zu? Ja. Ja, natürlich, irgendwas mit Drachen. Marek? Genau, richtig. Swordsworn, also der Schwertschwur, wie es auf Deutsch heißt, übrigens, ich finde die deutschen Übersetzungen grauselig. Die dann zu Haus Davion gehörten. Benson's Raiders, die haben jetzt kein Pendant, aber die haben halt mehr so aus dem Marek-Raum heraus ihr Unwesen getrieben. Die haben halt sich da alle wiedergefunden. Auch die Clans, die Steelwolves, die sich in der Republik der Sphäre, der inneren Sphäre gegründet haben. Und da halt in Anlehnung an ihre Vorfahren bei Clan Wolf dann halt sich gefetzt haben. Und ja, also es fühlt sich so ein bisschen an wie das, was man vorher auch schon mitbekommen hat. Deswegen war das jetzt an der Stelle auch nichts Neues, es war halt nur so ein bisschen anders. Ich sage jetzt nicht, dass das hundertprozentig uninteressant ist, aber... Also es war im Endeffekt das Gleiche, nur im kleineren Kosmos, also wieder mehr auf Lanzenebene, sozusagen. Ja, im Prinzip schon. Am Anfang. Ja, und dann die Mechs waren dann eher so umgebaute Agrarmechs, die, wo mal wieder einen kleinen Laser angeschraubt wurde oder so. Nee, die waren zusätzlich. Also da sind so Paradoxons, dass man Agromex hatte, die keine Modifikation haben, die ja dann halt mit einer Kettensäge fürs Fällen von irgendwelchen Bäumen dann halt aufs Schlachtfeld gestapft sind, die dann halt einem voll ausgewachsenen Clan Omnimec gegenüber gestanden haben. Ja gut. Hat nicht lang gehalten, oder? Ein Schuss, aber auch weg. Zwei. Kurz gehustet. Naja. Also der Claner. Genau. Was ein bisschen losgeht halt in der Zeit schon, ist so, dass einfach, sag ich mal, alte Charaktere, die, sag ich mal, ihre Lebensdauer überschritten haben, einfach mal weggeputzt werden, ne? Ja, unter anderem natürlich, er ist zum Paladin gekürt worden. Durch Steiner Davion. Genau. Genau, der hat dann auch tatsächlich ermordet, ne? Genau.
So wie Boah, jetzt hat's mich gespoilert. Genau, wie diese ganze Timeline eigentlich ein reiner Spoiler. Ja. Aber das, ich sag mal, das, das sind dann so, ja, ich bin da so eher so ein klingonischer Anhänger, gell? Also so edle Charaktere müsste man eigentlich im Krieg verheizen, wenn man ein guter Buchautor ist. Ja. Und mich ärgert das ein bisschen, wenn die quasi so einfach. Ja gut, also man hat Wobei der arme Kerl war 100, also ein Mech hätte er wahrscheinlich nicht mehr fahren können. Außerdem hat er eine künstliche Hüfte gehabt, also. Ja, okay. Und dann haben sie angefangen, wieder alles aufzubauen. Wie lange hat denn Comstock gebraucht, um alles wieder aufzubauen? Weil die hatten doch eigentlich die Technik alles da. Es gab auch die Kerne, die wurden seit wie vielen Jahren jetzt erforscht? Seit 50 Jahren in der Erforschung wieder? Der Kern vom... Eines der Hauptprobleme von Comstar war ja, sie wussten die ganze Zeit nicht hundertprozentig genau, wie man einen neuen HPG baut. Also sie wussten genug quasi, um die HPGs am Laufen zu halten und welche Ersatzteile man benutzen muss, um das Ding quasi fertig zu haben. Mhm. Sie konnten teilweise, ich nenne es jetzt mal, aus Bausätzen neue bauen. Mhm. Ja? Aber so die komplette Grundbasistechnik, wie schraube ich ein so HPG vom Scratch, wie man so schön sagen würde. Sprich, wir meinen Erz und bauen dann Schaltkreise und keine Ahnung was. Ja. Das war nicht so das Ding. Ja. Ja. Sie hatten eine Idee, wie es funktioniert, ja, aber nicht so, wir bauen das jetzt auf die Schnelle einfach neu. Ja. Mhm. Und auch selbst wenn sie das gekonnt hätten, es gibt diese HPG-Hauptknotenpunkte, ja, also das HPG-Netzwerk besteht aus normalen HPG-Stationen und so Hauptknotenpunkten. Ja. Die Hauptknotenpunkte sind quasi die ganz wilde Entfernungen brücken können. Ja. Ja. Und Hauptknotenpunkte, wenn man sich da eine Beschreibung auch in den Sourcebooks anschaut, wie groß das Ding ist, also das hat gigantische Ausmaße, also es ist eine Kleinstadt. Ja. Mhm. Also das ist nichts, was du mal so auf die Schnelle hinstellst. Und das ist eine Kleinstadt voller Schaltkreise und Computer. Ja. Also das ist nichts, was du mal sagst, das bauen wir auf die Schnelle mal schnell auf. Ne. Mhm. Sondern das hat auch schon zu Sternenliga-Zeiten teilweise Jahrzehnte gebraucht. In der Sternenliga-Zeit, okay. Ja, also die hatten da richtig Kohle, ja, aber da musste man noch richtig reinstecken, bis das mal fertig war. Ne. Mhm. So, deswegen war es ja auch so erbicht und das war ja eigentlich in allen Kriegen, also klar, Comstar war natürlich quasi, wenn man so schön sagen, wie der Torwart in der NHL, durfte man nicht angreifen, ne? Aber das war auch dem begründet, weil man wusste, wenn man da irgendwas zerstört, das ist nicht so leicht, dass die das wieder hinstellen. Ja. Also nicht nur, weil alle quasi mit Comstar die Nachrichten verschickt haben und Gefahr gelaufen sind, unter ein Interdikt zu kommen, sondern auch, ja, weil man eben wusste. Und da passieren natürlich auch extrem viele Sachen. Jetzt in Jonah Levin wird der Exarch von der Republic of the Sea. Verkleinert die dann auch nach den ganzen Angriffen auf so eine Fortress Republic, wie man. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die deutsche Übersetzung heißt, weil ich habe das alles. Das ist die Festung Republik. Okay. Also auch so eine super Übersetzung. Genau. Das ist halt, also um da noch ein bisschen Details reinzuschmeißen, man hat geguckt, welche sind die Kernwelten. Das heißt also alles das, was man noch mit möglichst effektiv verteidigen kann. Man hat dann halt sekundäre Welten hat man vernachlässigt und hat quasi gesagt, also okay, wenn die fallen, dann ist es halt so. Dabei hat man sich halt um die industriell stark befestigten Welten halt direkt um Terra konzentriert und halt noch ein paar außerhalb. Hat da halt alles hingezogen, was halt von dem Militär der Republik und den Söldnereinheiten interessant war. Ja. Und von da aus hat man sich dann verteidigt. Genau. Und okay, also die haben sich zurückgezogen und haben praktisch mehr oder weniger gesagt, innere Sphäre, viel Glück, wir bleiben mal hier. Genau, und dann brechen die Kriege so richtig aus, also ab 31, 35, 36, 37, da fängt es dann so richtig an, ne? Weil jeder sieht seine Chance, jetzt machen wir komplett eine Invasion. Was war die erste Invasion? Ich weiß, ohne Hilfe. Die erste Invasion war im Bereich der Free Worlds League, also der Liga freier Welten. Das ist die
Präfektur, nee, nicht Präfektur, Grafschaft Tamarin, die angegriffen worden ist. Das ist aber jetzt so eine Sache, da muss man gucken, wer hat jetzt zuerst den Stein geschmissen. Wie schon eingangs gesagt, wir haben Haus Liao, was ohnehin schon in der Republik sehr aktiv war. Wir haben die Gründung der Steel Wolves, die nichts anderes vorhatten, als den uralten Traum der Clans zu erfüllen, und zwar siegreich auf Terra zu stehen. Und die haben sich dann halt auch da durch die diversesten Schlachtfelder halt durchgefräst. Mhm. So eine ehemalige Chefin von der Präfektur, Katana Tormark, die mit dem Draconis-Kombinat affiliiert war, die sich mit ihren Dragon's Fury dann halt dazu erhoben gefühlt hat, obwohl sie am Anfang eigentlich relativ loyal zur Republik stand, da dann halt für Haus Kurita einzuspringen und da halt den Weg zu ebnen. Ja, und es gibt auch viele Clans, die sich quasi Häusern anschließen. Also es gibt der Clan Wolf, der mehr oder weniger bei den Schlachtzügen sich Haus Steiner anschließt und halt ein paar Welten einfach für sich beansprucht, aber im Prinzip, sage ich mal, im Paktverhältnis mit Haus Steiner ist. Und so machen es eigentlich viele Clans, die sich eher als innere Sphäre affin gezeigt haben. Ja, also die Nova-Katzen sind ja da welche, die benennen sich sogar in Spirit Cats, ne? Und so weiter. Also da gibt es einige Clans, ich glaube Clan Ghostbear, da gibt es auch was, die schließen sich ja auch irgendwem an. Ja, das ist die haben ja schon am Anfang vom Dschihad haben sie ja ihre Besatzungszone. Genau, ja. Ins Geisterbären-Dominium umbenannt. Genau. Das waren also, die haben mit dem, ich sag mal so ein bisschen gelernt von dem, was Haus Kurita mit den Nova-Katzen hatte. Und haben das dann später weiter umbenannt in das Rasalhaag-Dominium. Das ist also sozusagen the best of both worlds. Das heißt, man hat Clan-Wahrgeborene und Freigeborene, die halt gemeinsam in einem Staat dienen. Und für die scheint das auch eigentlich ganz gut zu funktionieren. Genau. Der Rasalhaag wurde wieder gegründet. Ja, es ist nur umbenannt. Das ist, also man hat denen quasi immer mehr Freiheiten gegeben. Im Geisterbären-Dominium war das noch so, Freigeborene haben halt nur sehr, 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 sehr untergeordnete Tätigkeiten innerhalb dieser Struktur gehabt. Und im Militär waren sie noch viel weiter untergeordnet. Und im Rasalhaag-Dominium war es halt so, dass sie halt auch, wenn sie sich halt würdig gezeigt haben, da halt auch in Frontklasse Sternen kämpfen durften. Mhm. Das war halt an der Stelle Novum. Im Vergleich dazu dann Clan Jadefalke, der halt seiner Linie maximal treu geblieben ist und gesagt hat, also es gibt uns Clans und alles andere ist minderwertig und wir werden die Idee von Alexander Kerensky immer noch durchziehen. Und machen es wahrscheinlich bis heute. Genau. Also gibt es auch ein paar interessante Geschichten, die da passieren. Mhm. Ich meine, die großen Häuser gehen natürlich nicht komplett ein. Also es gibt natürlich, aber die sage ich mal, die Lyrianer, die Rierten Sonnen, Kombinat und Haus Liao, die gibt es nach wie vor, ja, in unterschiedlichen Größen in der Zeit. Ja. Also manche schrumpfen ein bisschen, manche breiten sich wieder ein bisschen aus, dann schrumpfen sie wieder ein bisschen, dann breiten sie sich wieder aus, ja. Die einzigen mehr oder weniger, die mal kurz komplett kollabieren, ist die Freie Liga Freier Welten. Ne? Ja. Gut, das hatten wir ja am Ende vom letzten Podcast dann auch gesprochen. Genau, ja, also die gehen quasi komplett ein. Hm. Ja, kann man sagen, dass das ein Vorgeschmack war auf das, was noch kommt für den Rest? Ja, schon ein bisschen. Schwer zu sagen. Also, Ende von MacWarrior Dark Age ist halt auch, dass dieser unsortierte Ansammlung von Systemen, die Liga Freier Welten gebildet hatte, dass sie halt wieder vereinigt werden. Dass da halt eine gebürtige Nachfolgerin, Name. Jessica Marik. Genau, die Jessie. Die Jessie, die schafft. Jessie. Dass die halt ein bisschen Ordnung reinbringt und gleichzeitig passiert auch etwas sehr Konfuses. Deswegen, es tut mir sehr leid für alle Leute, die
die meine reißerische Art von vor zwei Podcasts mitbekommen haben. Plötzlich steht nämlich jemand aus der Gefriertruhe auf und ist dann und wundert sich, warum hier überall schon wieder Krieg herrscht. Es ist der, wenn er gerufen wird, wird er wiederkommen. Es ist Devil in Stone. Irgendwie hat er sich gedacht, machen wir es so ähnlich wie Sun Tzu Liao. Genau, wir legen uns mal auf Eis. Genau, wir legen uns einfach mal auf Eis. Irgendwann, taut mich bitte auf, wenn es besser wird. Vielleicht hat auch jemand zu viel Futurama geguckt, man weiß es nicht. Genau. Ja. Kommt auf jeden Fall so zurück wie ein aufgetauter Caipirinha. Genau. Auf die Frage hin, sag mal, warst du das eigentlich mit dem Virus? Sagt er nur, nö, keine Ahnung. Ja. Nö, keine Ahnung, hört sich nicht nach einem Nein an, sondern ein, ja schon, aber wenn ich das jetzt verraten würde, dann würdet ihr mich ja nicht mehr anbieten. Also, ich habe es nicht mehr weitergelesen danach. Das kann sein, dass das Mysterium dann noch in den nächsten Romanen gelüftet wird, man weiß es nicht. Mhm. Also, ich kann mich nicht. Also, bisher auf jeden Fall nicht. Es wird auf jeden Fall sehr obstrus dann ein bisschen. Ja, also. Man muss einfach sagen, also das, was der Hoshi gerade eben schon angedeutet hat, also du hast diesen Mikrokosmos Republik der inneren Sphäre, der sich halt im Selbstauflösungsprozess ist und versucht, sich irgendwie gleichzeitig zu stabilisieren irgendwo da drin. Und dann hast du die äußeren Einflüsse von den großen Häusern, die natürlich da probieren, dann auch noch mitzumischen und haben dann auch noch ihre eigenen Probleme dann nebenbei noch. Und das Ganze, das macht das maximal verwirrend. Es ist unheimlich schwer, da zu folgen. Also wie war das jetzt mit den Steel Wolves? Waren die jetzt Teil von Clan Wolf oder mochten sie nicht? Was war jetzt mit der Nova-Katze, die jetzt bei Steel Wolves war? Das ist, ja. Genau, also du hast den Heiligen Römischen Reich battletechischer Nationen. Genau. Oh. Genau, also du hast nie eine Ahnung, zum Beispiel war auch dieser Virus, also sprich, Olli, glaube ich, hat es gesagt, quasi so eine Hinterlassenschaft von Word of Blake, oder war das von irgendwem in der Republik geplant oder so nach dem Motto, um wieder ein bisschen, also eigentlich in der Annahme, dann wird sich ein bisschen den Status Quo einstellen und die Leute werden nicht gleich wieder alle so Kriegen anfangen, das wäre dann ziemlich nach hinten losgegangen, ne? Weil die Militär sehr stark abgerüstet waren, ne? hat man das vielleicht angenommen. Und ja, also es und was halt für mich maximal verwirrend war, ist auch in den Romanen, es wird die ganze Zeit ja auch hin und her gesprungen, ja, also zwischen den Schauplätzen. Also es gibt, das gibt es zwar auch, sage ich mal, in der Main-Timeline am Anfang, also vor allem nach den ersten zwei Trilogien von Stackpole, gibt es immer wieder Romane, die ein bisschen rumspringen und so, ne? Aber es gibt auch immer wieder dazwischen Romane, die quasi die Main-Timeline einfach fortführen. Ja, die meisten waren von Stackpole, aber dann gibt's auch andere Autoren, die da einspringen und einfach quasi diese Linie, diesen roten Faden durchziehen, auch wenn es Bücher zu Nebenschauplätzen gibt. Ja. Und das hat dich dann, wenn du die Bücher gelesen hast, immer wieder so ein bisschen zurückgeholt. Ja, auf diese Main-Timeline. Ja. Und genau, und beim Dark Age kommt es mir so vor, da hat man einfach ein paar Autoren genommen, hat denen gesagt, nur schreibt, was ihr wollt, ja, mir doch egal. Und genau so liest sich das, ja, und was mich da auch ein bisschen nervt bei dem Ganzen ist, ja, es gab in Battledeck, da haben wir eh schon mal diskutiert, einen Haufen an Mary Sues, ja, also der Übercharaktere, die plötzlich, wenn es notwendig war, alles gerettet haben, ja, um quasi die Fäden wieder einzufangen, ja, und Tie-up, Loose-Ends, mit a lot of power, so nach dem Motto. Ja, kann man ankreiden, den Battletech-Romanen, aber hier ist es dann so, also mir kommt vor, das wollte man unbedingt zumindest teilweise vermeiden und hat alte Charaktere, die man trotzdem liebgewonnen hat, einfach mal um die Ecke gebracht. Ja? Teilweise komplett sinnlos in meinen Augen, ja? Weil man dann irgendwas angehängt hat. Ja, also, ja. Wieder einfach abstrus, damit man den los wird, ne? Und führt neue Charaktere ein. Hast du da ein Beispiel, wo du sagst? Bitte? Hast du da irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, ja, hier, das... Zum Beispiel Victor Davion, ja? Also ich meine, auch wenn der Knabe 100 Jahre alt ist oder so, ja? Den irgendwie so in den Plot zu verwickeln, dass er irgendwo am Virus mitschuld war, ja? Und dann einfach um die Ecke zu bringen, ja. Ja, also es gibt so ein Sideplot, wo quasi vermutet wird, dass er da an diesem Blackout mitgearbeitet hat, ja.
Mhm. Ja, also es ist irgendwie ein ganz schwacher Story. Okay, und dann hat ihn irgendjemand umgebracht, sozusagen. Genau, dann hat man ihm, also die ein paar Senatoren haben beschlossen, der muss weg, so nach dem Motto, und dann haben sie ihn einfach weggebracht. Oh. Ja, das war die senatoriale Allianz der Republik der Inneren Sphäre. Genau, hatte ich schon verdrängt. Die Senegaler Allianz? Genau. Das sind die Zulus, die haben dann da immer, ne, mit den Omegas, also das war ganz schlimm. Oh. Egal. Und ich kann, werden am laufenden Band neue Charaktere eingeführt, ja, keine Ahnung, die teilweise aus irgendwelchen natürlich Familien stammen, aus, weiß ich, Sandovals und Blairs und was weiß ich was alles, ja. Aber wo du dir denkst, wo kommen die jetzt her? Ja? Keine Ahnung, du hast eine Fußball-WM und der Trainer wechselt einen Spieler ein, wo du dir denkst, wer ist denn das? Und dann spielt er plötzlich wieder Messi oder so, ne? Also, es macht das Ganze nicht, also es ist vorher schon, wie gesagt, gibt es dieses Mary Sue-Problem, aber das macht das Ganze noch ein bisschen unglaubwürdiger, weil wenn die so cool waren, warum waren die nicht schon vorher da, ja? Ja. Also, ich gebe dir da vollkommen recht, ich möchte nur meine Standpunkte darauf nochmal ganz kurz erläutern. Also, das mit dem Hin- und Her-Gespringe, das kann ich durchaus nachvollziehen. Also, ich als absoluter Battletech-Nerd, ich hatte mir zu Hochzeiten, also das hatte ich angefangen bei der Warrior-Trilogie. Da hatte ich mir eine Sternkarte ausgedruckt und habe geguckt, wo auf welchem Planeten sind wir denn jetzt gerade. Um da halt rauszubekommen, wo sind wir einfach räumlich gelegen. Hm. Die muss ich dann wieder rauskramen und ergänzen über den Davion-Teil, als es zum FedCom Civil War kam. Weil das war maximal verwirrend. Du bist ja quasi durch die ganze innere Sphäre gesprungen, handlungsweise. Und hast versucht dann da nachzuvollziehen, okay, wer ist jetzt wem wo an die Gurgel gesprungen? Und hier ist das dann wieder ähnlich. Also die Romane haben zwar versucht, das Ganze so ein bisschen einzugrenzen, dass sie halt nicht komplett über die Republik der inneren Sphäre gesprungen sind, aber diese Romane laufen teilweise parallel. Mhm. Das heißt, du hast die ganze Zeit gedacht, warum hat der jetzt davon noch nichts mitgekriegt? Wusste der das schon? Also kommt dann jetzt gleich, wenn er da hinfliegt, dann das und das? Und ja. Ja, okay. Genau, wobei man muss kurz nur einwerfen, es gibt schon Romane, die sich jetzt rein romanmäßig ganz gut lesen lassen, ja, und die als Einzelroman lustig sind, ja, die dich aber dann trotzdem frustrieren, weil das Gesamtheitliche einfach keinen Zusammenhang hat. Ja, das ist, man liest und denkt sich, okay, jetzt habe ich das Buch abgeschlossen, jetzt lese ich mal das nächste und dann kommt die große Erlösung. Das hat sich allerdings so gezogen wie ein Kaugummi, dass das irgendwie nicht so befriedigend war. Das hast du nicht so gehabt wie bei den klassischen Romanen. Mhm. Und auch nochmal um. Das ging mir auch so. Also ich habe jetzt auch relativ wenige aus dem Zeitalter gelesen. Fand ja auch, dass genau das, was Hoshi sagt, fand ihr ganz gut. Für sich genommen die Geschichten auch schön. Aber irgendwie, es ging so, der Rahmen ging verloren. Und es war alles so willkürlich und beliebig. Genau, weil es ist, also was mir so gefallen hat, und ich weiß nicht, ob er das geplant hat, das Deckball, oder ob er das quasi rückwirkend wieder reingefaced hat, aber es gibt Setups in der Warrior-Trilogie, wo es quasi ein Setup für gewisse Dinge gibt, die sich 8 Romane später auszahlen. Mhm. Also da ist der Hanse Davion schon tot, aber das Setup gibt's dazu, ja. Und wenn du quasi so ein Nerd bist und dich an den ganzen Scheiß erinnern kannst, dann ist das so ein Moment, wo du dir denkst, ah, das war das damals. Ja, ah, okay. Und zusätzlich zu diesem roten Faden, der sich durch die ganze Zeit Linie zieht. Und das geht hier komplett verloren, ne? Weil einfach jeder sein Ding macht. Mhm. So ein bisschen hat das auch was damit zu tun, was Hoshi gerade eben schon angedeutet hatte, und zwar die Charaktere an sich. Es fehlt ihnen so ein bisschen was an Plastizität. Und da sind ein paar, die fallen da raus, also oder fallen da raus, ist nicht das richtige Wort. Die stechen da hervor, weil die halt aus meiner Sicht ein bisschen plastischer dargestellt worden sind. Die haben mehr Tiefe als andere. Hm. Also es sind immer so Leute, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte, weil das ist so wie ein Archetype für Arch-Villain auf der anderen Seite. Ne, so der klassische RPG-Type. Hm. Aaron Sandoval und Jacek Kelswar-Steiner, das ist
das ist, du hast gewusst, ist okay, du siehst den Namen auf der Seite, die du gerade liest und wusstest, ist okay. Der macht jetzt das und das. Mhm. So die einzigen Sachen, die so ein bisschen da herausgestochen sind, das waren dann aus meiner Sicht die weiblichen Charaktere. Also Tara Campbell von den Northwind Highlanders, die hin und her gerissen war, und ich finde, das ist super da, super geschrieben worden. Katana Tormark auch noch, obwohl ich sagen muss, come on. Es ist eine Japanerin, es ist eine Drakonierin, sie kämpft für Dragon's Fury, warum nennt die sie Katana? Okay, aber das ist eine andere Sache. Ja, da konnte kein Japaner. Genau. Aber dann halt auch so Sachen mit der Sache Karl Reddick und Anastasia Kerensky. Fand ich jetzt für die Leute, die sich mehr für die Klane beseitigen können, fand ich da ganz, ganz cool. Möchtest du kurz das so umschreiben, was das war, was da war? Karl Reddick war im Prinzip der Gründer der Steel Wolves. Als die HPGs ausgefallen sind, hat der sich gedacht, wir lassen jetzt mal die Klaner Philosophie wieder aufleben. Der hat sich dann alle um sich geschart, die vorher zu den Clans gehört haben und bei denen aufgewachsen sind. Mhm. Und hat dann halt mit seinem eigenen kleinen Clan, der halt geschielt war in Richtung Clan Wolf, sich dann dazu aufgemacht, um halt die Republik der inneren Sphäre zu terrorisieren. Der dann halt im Ende, Cal Reddick, der ist ein unangenehmer Charakter. Du konntest ihn teilweise nachvollziehen, warum er das macht. Aber das war so dieses typische Arschloch. Dieses Arschloch mit System. Es gibt einfach Leute, die wollen die Welt brennen sehen. Genau. Und dann kommt halt Anastasia Kerensky. Okay, sie ist Blutsnachfahrin von unserer bekannten Natascha Kerensky. Okay. Aber sie hat ihn gekillt. Das war aus klaren Gründen war das super. Sie reißt das Zepter an sich und macht dann ihr eigenes Ding. Mhm. Das hat auch wieder eine gewisse Tiefe. Auch wo es dann darauf hinausläuft, wo sie sagt, wir waren jetzt auf, ich glaube, es war Northwind. Northwind ist nicht so weit weg von Terra. Komm, lass uns der erste Clan sein, der auf Terra einfällt. Der Ill-Clan. Mhm. Genau. Oh, ja. Vor allem, was auch ein bisschen ist man kriegt da mit quasi, dass durch diese ganze Abrüstung und so weiter, müssen teilweise Industriemechs hergenommen werden und umgerüstet werden und so. Und am Anfang wird das relativ verfolgt, sage ich mal, auch ein bisschen. Ja, diese Strategie in den Büchern, sage ich mal, dass man hat abgerüstet und so. Mir ist nur dann irgendwie vorgekommen, dann in den späteren Büchern, scheiße, wenn wir jetzt nur Industriemechs haben da und so, keiner kauft mehr unser Spielzeug. Ja. Mhm. Wir müssen doch wieder irgendwie was machen, ne? Wie Ona schon sagte, zuerst hat man gleich mal einen ganzen Haufen an Panzer und Battle Armor und so reingeschickt und dann waren trotzdem wieder irgendwie Mechs da, ja? Die dann auch irgendwie aufgetaucht sind oder neu gebaut, genau im Kopf. Aber ich kann mich nur daran erinnern, es waren nicht so wie in vor dem Blackout, dass da, weiß nicht, drei Regimenter gegeneinander angetreten sind, ja, auf beiden Seiten, aber es waren plötzlich wieder genug, unter Anführungszeichen, Mechs da, die dann halt doch irgendwie. Korrekt. Das war der inhaltliche Widerspruch, der da halt war. Gleichzeitig dann allerdings dann auch in typischer Battletech-Manier so diese Verliebtheit in die Details. Das heißt, du hast trotzdem noch die Mech-Gefechte gehabt, genauso wie in den alten Büchern, wo halt ein Mech gegen den anderen gekämpft hat. Es scheint mir manchmal so, als wenn wirklich der Autor sich hingesetzt hat mit einem anderen und hat dann halt ein One-on-One mit Classic Battletech ausgewürfelt. Da hat einer kritisch getroffen. Oh, das war die Munition. Schnell, schreib mal auf. Dem Mad Dog, dem fliegt jetzt das Magazin um die Ohren. Mhm. Das war dann wieder ziemlich cool. Mhm. Deswegen, also man kann doch nicht alles schlecht reden. Also mein Favorite nur kurz zum Abschluss von meiner Seite aus. Als die senatoriale Allianz sich mit den Loyalisten von Jonah Levy auf Terra geprügelt haben, haben die sich durch Europa durchgeflügt. Und wie das nun mal so ist, da kam Basel drin vor. Und ich habe mir die Stadtkarte von Basel geholt und du konntest in schönem Detailreichtum konntest du sehen, also okay, von da aus sind sie dahin gelaufen, dann sind sie über diese Brücke gelaufen.
Also da ist schon so ein bisschen Detailverliebtheit dabei. Aber blöderweise hat das auf Charakterebene von den Protagonisten hat das aufgehört. Mhm. Und das finde ich schade. Genau, und es war schon, sag ich mal, in den vorigen Battletech-Romanen war es schon immer wieder so, dass Charaktere, ich sag mal, gewisse Archetypen oder Science-Fiction-Tropes erfüllt haben, ja. Klischees ausgebotet haben, ja. Aber erstens mal, man hat den Charakteren Zeit gegeben, sich zu entwickeln, ja. Auch wenn einem vielleicht als Leser manche Entwicklungen nicht so gut gefallen haben, ja. Also, diese ganze Szenerie während der Clan-Invasion auf Outreach, wieder die jungen Nachfolgeprinzen etc. Herantrainiert werden, ist teilweise ein bisschen mühsam zu lesen, ja, weil die Charakterentwicklung nicht immer ganz lustig ist, was die machen. Ich fand das super. Genau, aber es ist Charakterentwicklung, weißt du, die Charaktere kriegen Tiefe dadurch und du weißt dann mehr über die. Ja. Und dann das in der Dark Age geht das eigentlich bei 90% der Charakteren ab und du weißt ganz genau, dass das Klischee erfüllt wird. Mhm. Und vorher war es auch immer so, ja, gewisse Klischees wurden erfüllt, also du wusstest, ja, der Liao, der ist ein Gaga oder so, ja. Aber es gab dazwischen immer wieder so Curveballs, ja, wo du dir gedacht hast, naja, vielleicht ist er nicht Gaga, sondern das hat Methode, was er da tut, ja, zum Beispiel, mhm. ja. Und das hat mit zur Charakterentwicklung beigetragen. Und das gibt's in der Dark Age meiner Meinung nach bei den meisten Charakteren gar nicht mehr. Ja, es gibt ein paar so Dinge, wo Charaktere, wie ohne sagt, vor allem weibliche Charaktere ein bisschen, zum Beispiel Northwind Thailanders, super Beispiel, an sich zweifeln und nicht genau wissen, was sie da tun und so. Also da ist die Charakterentwicklung dann gut, ja. Aber die meisten sind einfach so Klischee-Charaktere, die da einfach reingeschmissen sind. Hm. Ja. Aber das ist auch, wenn ich glaube, das passiert auch bei vielen Dingen, die eigentlich einen roten Faden haben sollten, irgendwie dann keinen Leader mehr gibt oder keine Vision, was am Ende dabei rauskommen soll. Hm. Das heißt, man vom Franchise her. Genau, man sieht es bei vielen Franchises. Ne? Star Wars war jetzt gerade das letzte Beispiel, da war absolut planlos im Weltall. Ne? Ja. Oder Fernsehserien, Lost, ne? Hat ab der Staffel, wo J.J. Abrams nicht mehr dabei war, keiner mehr gewusst, wie man das jetzt weitermachen sollte. Ja? Game of Thrones kannst du auch nehmen. Game of Thrones, genau. Ja. Letzte Staffel, furchtbar. Ja, ja leider, weil ich die davor, die war ja, glaube ich, auch schon nicht mehr so an auf basierende Bücher, die fand ich noch ganz gut. Da ja, die führen wirklich zu einem Großteil im Finale hin, ne? Genau, war noch okay, ja, aber dann die Frage. Nee, ich fand sie auch richtig gut, da gab es ein paar Folgen, wo ich gesagt habe, wow, geil. Aber die letzte Staffel, um Gottes Willen. Und das ist leider auch bei Battletech so, dieser Dark Age ab. Genau, also wir hoffen, dass er irgendwann zu einem Abschluss kommt, weil momentan scheint das da mehr so ein Köcheln zu sein. Genau, ja. Also im Moment ist es so auf Lebenserhaltung. Genau. Deswegen also die aktuellen Romane, die jetzt geschrieben werden, sind aber auch, spielen noch in der Dark Age, also die ist noch nicht vorbei. Das stimmt nicht so ganz. Also es gibt ein paar Romane, die diese Zeitlinie weiterführen, aber das ist nicht so, das wird nicht so stark gepusht, wie das vor 20, 30 Jahren waren. Mhm. Es ist inzwischen mehr so, dass, oder es kommt vermehrt jetzt vor, dass nochmal so Sachen aus der Zeit vor der ursprünglichen Battletech-Zeitlinie halt hochgekocht werden. Mhm. Also frühe Star League, Anfänge der Star League, erster Nachfolgekrieg oder halt auch, wie man inzwischen auf Audible hört, diese Mini-Hörbücher von dem Vater von Grayson, Death Carlyle, die Storys aus der Beginnerbox sind. Furchtbar vertont. Es tut mir sehr leid, aber jedes Mal, wenn ich den Sprecher mich sagen höre, dann habe ich einen kurzen Aussetzer. Aber gut, was soll's. Aber es ist deswegen aus meiner Sicht auch dadurch, dass diese Fruststrecke bei Dark Age halt so ausgeprägt ist. Mutmaße ich jetzt mal, dass das für so Hardcore-Fans das nicht so im Fokus ist, sondern dass die da halt ein bisschen weiterschreiben für die Leute, die halt, ich sag mal so, erst vor 15, 20 Jahren zum Battletech-Hobby gekommen sind und das halt über die Klickspiele dann halt zum ersten Mal richtig gesehen haben.
Aber so für die Hardliner, die schon länger dabei sind, glaube ich, die versuchen dann lieber den Anschluss zu finden, indem sie halt die Vorgeschichten nochmal weiter auskleiden. Genau, also da gibt es eben Romane, die im Prinzip Lücken füllen. Ja, und da muss ich sagen, da gibt es auch gute und es gibt nicht so tolle. Da gab es eins, ich glaube, das war sogar eine Trilogie, ist schon Urzeiten her, seitdem ich das gelesen habe. Das war auch zu Zeiten des Sternbundes, noch vor dem Amaris-Coup. Da ist dann irgend so eine Hochadlige von Marek dann im dritten Roman an einen Krebs gestorben. Ich habe geflennt wie ein Schlosshund. Tut mir leid, ich gebe es zu. Das ist das Aber Einzige, was ich am letzten Grey Death Roman wirklich gut fand, dass sie mutig genug waren, Grayson Deathcarler nicht in seinem Cockpit umgeben von haufenweise toten oder zerstörten Mechs dann enden zu lassen, sondern dass sie ihm ein ganz anderes Ende gegönnt hat. Und das fand ich richtig gut. Mhm. Ja, das war halt, ja. Vor allem auch ein Tod, der nicht einfach random ist, was weiß ich, er hat irgendwie, keine Ahnung, sich eine Lungenentzündung zugezogen, sondern schon auch basierend ist erklärt, ja. Aufgrund seines Berufs sozusagen. Mhm. Ne? Genau. Das fand ich schon super. Genau, also das fand ich gut, obwohl ich den Roman insgesamt jetzt nicht so gut fand. Der ist scheiße, der Roman. Also das, was Episode 8 für Star Wars ist dieser Roman für genau. Die Grey Death Story für mich. Definitiv. Man versucht einfach quasi lose Enden einzufangen. Ne? Diese spontane Verblödung von allen Mitgliedern der Grey Death Legion und der Verteidiger. Nur weil Grey nicht. Ich meine, dass ein Drop ist, wenn der große, charismatische und militärtaktisch unglaublich inspirierte Führer weg ist, ganz klar. Aber zum Beispiel, wenn man mal ein Beispiel aus der Realität, Rommel, der Wüstenfuchs, ne, fehlte auch ab und zu mal in Afrika, allein aus gesundheitlichen Gründen. Der war zum Schluss ziemlich krank. Ne? Hm. Und nur weil er nicht da war, ist nicht immer alles gleich zusammengebrochen, weil er auch sehr fähige Generäle hatte, die seinen Job weitergemacht haben. Klar, nicht ganz so inspiriert wie er, aber zumindest ist nicht gleich irgendwie das ganze Afrika-Korps implodiert. Ne? Und das ist halt, das haben sie halt so skizziert. Irgendwie, Grayson ist weg und alles geht den Bach runter. Und das kann nicht sein. Nicht hinter den Voraussetzungen, den militärischen. Wenn, hätte die Übermacht erdrückend sein müssen. Und die Übermacht war nicht erdrückend, sondern eigentlich in Relation so ungefähr nur gleich stark. Und wenn ich Hesperos 2 angreife, mit gleich starken Kräften, kriege ich auf den Sack. Mhm. Ja. Das ist wieder die Sache, eine Einheit ist mehr als nur ihr Anführer. So ist es, ja. Ja, genau so ist es. Es wird aber gerade hier immer wieder so dargestellt, ne? Ja. Leider. Also da haben sich echt keinen Gefallen getan. Genau. Mhm. Gott sei Dank kamen die Kapellaner vorsichtshalber immer zum richtigen Zeitpunkt ab in die Kühltruhe. Genau. Und wieder raus, wenn er gebraucht wird. Genau. Ja, wie Devil and Stone. Genau. Ja. Devil and Stone kam wieder und dann war alles gut, oder? Nö, ja, es geht ja weiter. Ja, genau, mit dem Roman, den wir vorhin erwähnt haben, der jetzt Ende Juli rausgekommen ist, da hat er quasi sein Comeback, ne? Genau. Ah, okay. Also, ich bin schon sehr gespannt. Also ich werde mir gleich mal kaufen auf meinem schönen hier E-Reader. Hm. Ich bin übrigens einer, ich brauche das Ding in Papier. Das ist, ich will es in Papier haben, damit ich es mir in den Schrank stellen kann. Ja, die Dark, also klar, indem ich vorkomme und die Geschichte auf jeden Fall auch. Und aber ich muss sagen, mein Regal ist voll und es endet halt tatsächlich mit dem Jihad sozusagen, meine Buchserie. Und damit bin ich zurzeit auch recht zufrieden, muss ich sagen. Ja, es wird sich dann erledigen, wenn du irgendwie deinen Keller anbaust. Noch ein extra Bibliothekszimmer oder so. Tatsächlich wurden gestern schon mal von meiner Frau erste vorsichtige Pläne in diese Richtung formuliert. Und diese Pläne werden dir wahrscheinlich auch gut gefallen, Icke. Schatz, wir brauchen einen Bunker. Ja, nein. Also das geht jetzt um eine Planung, die wirklich viele Jahre noch in der Zukunft liegt. Meine Kids werden eines Tages ausziehen. So, dann werden 2 Räume frei im ersten Stock. Dann werden wir wahrscheinlich unser Schlafzimmer wieder dorthin verlegen, weil ich habe so geschwärmt von diesem Raum, den die bei diesem, ich habe den YouTube-Kanal von diesen Tabletopern da in den USA, ne? Sagt ihr, dann richtest du dir sowas einfach oben ein, dann hast du auch die Fläche dafür.
Schatz, meinst du das ernst? Wobei ja, ich sagen muss, du bist der einzige Europäer, also nicht Amerikaner, den ich kenne, der so eine richtige Man Cave hat. Ja? Ja. Und das finde ich echt cool. Ja, ich auch. Also ich liebe den Raum. Ich bin ja auch gerade drin. Also von daher, hier ist meine Burg. Ne? Genau. Also wer sie sehen möchte, es gibt in irgendeinem Buff-Videocast oder so, ne? Ja, zu Battletech. Nee, nicht Buff, das war Orkenspalter, oder? Nee, die haben das für Buff damals gemacht. Ah, okay, dann Orkenspalter für Buff, irgendwie so, ja. Also googelt das mal Storyteller. Das ist die Man Cave. Ja, genau. Zumindest ein Teil. Ja, das hört sich gut an. Das wäre schon geil, oder? Ja. Im großen oben Tabletop und dann kann man auch mal auf die Terrasse rausgehen und frische Luft schnappen und so weiter, ne? Mhm. Mit einem Bad mit Toilette oben und dann kann und man Klimaanlage. Ordentlich. Ja, klar, kannst auch eine Raumklimaanlage reinbringen und dann kannst du halt auch schön irgendwo einen Kühlschrank mal in die Ecke stellen. Mhm. Also das stelle ich mir schon geil vor. Ich habe meine Kinder schon gefragt, wann sie ausziehen. Okay, sie sind nicht 9, aber ja, man kann ja schon mal langsam raus. Ne? Also. Genau. Wo siehst du dich in den nächsten 5 Jahren? Ja. Ja. Okay, aber noch kurz zum Abschluss von dieser Dark Age-Folge, wo wir jetzt, also mittendrin, Devil and Stone kommt wieder und sagt, also wahrscheinlich weiß nicht, ich sag's euch nicht und mehr wissen wir jetzt noch nicht und es passieren jetzt noch Dinge. Genau. Okay, dann. Also die Festung Republik ist halt in Belagerungszustand. Hm. Und deswegen kommt jetzt das neue Buch Rock of the Republic. Genau. Und das wird dann wieder eine Trilogie, oder? Ich will hoffen, dass es ein Einzelroman bleibt. Wieso das? Aber nichts Genaues weiß man nicht. Genau, wir werden es rausbekommen. Das ist erstmal als Einzelroman, glaube ich, ausgeschrieben. Aber hat der nicht in seinem Blogpost, von dem wir jetzt auch gesprochen haben, da 4, 5, 6 Bücher? Ja, er arbeitet die ganze Zeit an Büchern, aber einige Bücher, die er auch jetzt gerade in letzter Zeit veröffentlicht haben, sind ja nicht unbedingt Dark Age Bücher. Ah, weil er steht hier Divided We Fall, sehe ich hier. The Anvil. Ja, das sind aber nicht alles Dark Age Bücher. Genau. Divided We Fall ist auch kein Dark Age. Anvil ist kein Dark Age. Die gibt's ja schon. Es ist dann unten auf dem Cover dieses Symbol. Ist denn die Zeit, in der es spielt, oder? Das ist richtig. Also das kleine Symbol, was auf Rock of the Republic drauf ist, das ist im Prinzip eine. Das soll die Flagge der Republik der inneren Sphäre darstellen. Mhm. Dann gibt es noch die, wenn da so eine stilisierte Mad Cat drauf ist, dann ist es dann ist es zu Zeiten der Clan-Invasion. Mhm. Also Divided We Fall ist der The Anvil ist, glaube ich, eine aus der Zeit von FedCom Civil War. Mhm. Weil Jihad hat auch nochmal ein eigenes Symbol. Und Divided We Fall ist aber das gleiche wie Rock of the Republic. Ja, ist richtig. Da werden nochmal Wolfs Dragoner rausgezerrt. Ne? Das ist, die wollen schließlich auch die Erwähnung finden. Mhm. Ja, Forever Faithful ist glaube ich, Dschihad-Zeit. Ja, richtig. Ja, aber da gibt's halt so einen Symbolcode. Wenn man sich die dann halt holt. Die sieht man dann auch schön von der Außenseite, dass man die dann zuordnen kann. Ja. Aber dadurch, dass eben jetzt so Bücher erscheinen in Zeiten, macht es die. Wisst ihr, ob die auf Deutsch übersetzt werden? Rock of the Republic? Habt ihr da was gehört? Also, das, was ich mitbekommen habe, ist, dass Catalyst schon anerkennt, dass es eine deutsche Community gibt. Ach, nein, echt? Echt jetzt? So 2, 3 laufen noch rum. Oh. deswegen halt auch ich sag mal so, der Olivenzweig, dass halt die ersten kleinen Hörbücher auf Deutsch rauskommen, hochoffiziell. Mhm. Dass die Romane übersetzt werden, habe ich bisher noch nichts gelesen, dass das in Planung ist. Es sind allerdings, natürlich muss man auch sagen, deutsche Battletech-Autoren, die halt Bücher schreiben und die sind dann halt auf Deutsch. Also die gibt es dann halt auch nicht auf Englisch, so wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Also kann man sagen, wenn man so ein bisschen multilingual unterwegs ist, dann kriegt man erst die volle Pracht des Battletech-Universums offeriert. Und wenn man halt da nur Deutsch oder nur Englisch unterwegs ist, dann fehlt halt da so ein bisschen. Hm. Okay, ich werde da mal bei Ulysses fragen. Bei Ulysses mal nachfragen. Mal gucken. Aber deutsche Übersetzung, sonst. Genau, sonst lesen wir die Englischen und kaufen die Deutschen nicht. Genau. Dann nicht gibt. Sonst bespreche ich die auf ganz schrecklichem Deutsch. Mhm. This is Battletech, Rock of the Republic. Von Bleine Le Pardour. Hm, kenne ich nicht. Genau, aber wir könnten so eine bayerische Version da machen. Genau. Und die kommt der Marauder um die Ecken. Sacher, die liegen da runter und schießt seine Streuenwurfen da auf uns ab, nicht? Okay, genau. Wir bleiben beim Deutschen lieber. Okay, wollt ihr noch was zum Thema Dark Age loswerden? Nee, also wir haben uns jetzt, sind jetzt nicht auf alle Schlachten einzeln irgendwie eingegangen, das ist ja so ein Überblick. Man könnte sich da jetzt natürlich durcharbeiten durch die ganze Timeline, aber ich mag es eigentlich nicht. Okay, also sagen wir es mal so, sollte da draußen Interesse bestehen, dass wir Hoshi da durchpeitschen und er sich da durchquälen muss mit uns zusammen, schreibt uns das. Wenn nicht, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und werden dann in Zukunft sozusagen live dabei sein und die neuen Romane dann besprechen, nachdem sie rauskamen, und dann können wir immer ein Update bringen. Wir haben praktisch Live-Berichterstattung aus dem Battletech-Universum. Aus dem aktuellen. Genau. Also nochmal gesagt, Dark Age-Zeit ist holprig, ganz klar. Es gibt ganz bestimmt auch Leute, die finden die total toll. Es ist auch nicht alles schlecht. Es ist halt nur so im Vergleich zu der restlichen Roman, muss man sagen, es sind da halt nicht, sind halt ziemlich viele Griffe ins Klo dabei. Aber, ne, so what? Am Ende des Tages sind wir alles Endivien, und wenn er so mögt, wunderbar. Aber meins ist es auch nicht. Meine also, Hoffnung ist, dass sie mal endlich Licht ins Dunkel bringen und wir Dark Age verlassen. For good. Ja. Weil wenn Licht ins Dark reinkommt, dann ja, haben wir nicht mehr Dark Age. Ja. Genau. Also auch hier, falls irgendeiner da draußen sagt, nein, ich kenne mich in Dark Age super toll aus, ich möchte das komplett einmal von vorne bis hinten besprechen, meldet euch. Genau. Ihr müsst absolut damit rechnen, dass wir dann eine mindestens zweieinhalbstündige Besprechung des Ghost Wars. Ja, bitte. Mit allen Einzelheiten. Genau, mit Live-Vorlesung. Oh. Seite 1. Also, Ghost War fand ich eigentlich noch cool, ist egal. Ja, das war eh noch Thema. So ist es. Also, falls ihr Interesse habt und darüber reden wolltet, meldet euch, dann können wir sicherlich mal eine Folge machen. Mal gucken, wer von uns hier dann Lust hat. Also, außer mir dann, der dann noch unbedingt mitmachen will, ohne schaut schon ganz begeistert. Mhm. Die anderen sehe ich nicht, aber die gucken wahrscheinlich ähnlich. Mhm. Mhm. Gucken wir mal. Ich glaube, wir nehmen Ona auf jeden Fall mit. Nein, ich glaube, ich bin krank. Oh, meine Internetverbindung wird gerade ganz schlecht. Ja. Ich glaube, mein Router hat ein Virus. Ja. Ah, Hoshi fährt gerade durch den Tunnel. Ja. Ja, also wir kicken mal. Wollt ihr noch irgendwas loswerden zum Ende der Folge? Ja, gerade eben schon angedeutet. Hörbücher auf Audible von Battletech. Sind zwar kleine, aber hört es euch an. Ist ganz nett. Ich glaube, die kosten auch nur ein halbes Guthaben. Ne? Ja, das ist ja eine Stunde. So genau, das ist eine Stunde. Das ist so wenig Geld, da habe ich lieber Kohle in die Hand genommen, als ein halbes Guthaben dafür zu opfern. Ja, aber ich habe sie gekauft. 4,95, glaube ich. Ich habe sie auch gekauft. Ja, ich bin auch der Meinung, deswegen habe ich auch die meisten Bücher gekauft. Also die meisten, ich habe alle gekauft, nur die manche als aber bin halt der Meinung, auch wenn es jetzt im Moment nicht so toll ist, teilweise von der Qualität her, wenn man gar nichts mehr kauft von Battletech, dann wird auch gar nichts mehr produziert, ne? Hm. Und mir ist lieber, es geht hier ein bisschen was weiter und vielleicht, sage ich ja, bringt Rock of the Republic wirklich was und Blaine Libardo reißt da das Ruder rum und bringt ins Dunkel, ja? Ja.
Und dann gibt's eine schöne Storyline zur Fortsetzung. Wäre wünschenswert, ja. Und das, ich glaube aber, das ist auch nur möglich, wenn die Fans weiterhin die Dinge halt auch kaufen und nicht sagen, aus Frust, ich kaufe jetzt nichts mehr. Weil ich war selbst mal knapp dran, dass ich gesagt habe, nee, scheiß drauf, ich kaufe mir kein Dark Age Buch mehr, weil das geht mir am Senkel, ja. Habe ich dann nicht gemacht, weil, ja, so, wenn das jeder macht, dann geht das ganze Ding den Bach runter, ne? Ja. Und wir wollen über die Jahre mitbekommen, was passiert mit Star Admiral Hake und der HMS Titanic. To boldly go where no one has gone before. Ich bin schon sehr spannend, echt. Ich habe gerade geguckt, also 4,46 Euro. Es gibt jetzt auch schon den zweiten Teil. Genau. Inzwischen. Achso, von Grey Death Audible, jetzt nicht von dem Buch. Ja. Okay. Genau, also Augensturm nennt sich der. Augensturm. Ja. Genau. Ich lese jetzt mal hier kurz. Ein Sturm tost. Und Durand Carlyle steckt mittendrin fest. Seine Zelda. Durand. Was? Durand Carlyle. Was habe ich gesagt? Durand. Das macht nichts mehr, aber wir werden dich weiterempfehlen, dass du das nächste Hörbuch sprechen sollst. Du meinst, weil es schlimmer als das jetzt von mir angehört, ja? Auch der hat schon so eine autoerotische Stimme, muss man sagen. Also. Ich lese jetzt nicht weiter vor, weil jetzt bin ich bockig. Obwohl, jetzt will ich selber lesen. Moment. Seine Söldnertruppe Kolbys Kommandos hat bei dem Versuch, einen brutalen Kriegsherrn auf dem eisigen Planeten Golandrinas auszuschalten, mehr gefunden als erwartet. Dumm, dumm, dumm. Die Freude über das Vermögen in Gold währt jedoch nicht lange, denn der Feind wird alles tun, um es sich zurückzuholen. Genau darauf setzt Durand und die Kommandos. Mit dem erbeuteten Gold als Köder wollen sie die gegnerischen Söldner in eine Falle locken und ein für alle Mal erledigen. Aber dem gewaltigen Sturm, der ihnen eigentlich als perfekter Hinterhalt dienen sollte, halten sich auch noch andere Dinge verborgen. Eine feindliche Mechstreitmacht, die groß genug ist, um alles zu zerstören. Mein Schatz. Genau. Okay. Genau. Und wieder vollkommen eine Falschdarstellung von absolut Kurita-freundlichen Gedanken. Wir sind doch voll lieb und so. Genau. Und der Dragon, total der tolle Mech, egal. Ja. Ja, auf der Gegnerseite. Weil welches andere Volk sagt schon zur Begrüßung, wenn man sich das erste Mal sieht, Dozo Yoroshiko Onegashimas? Jo, Kuso. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Ich möchte gerne eine gute Beziehung mit Ihnen haben. Genau. Ah ja, oh, das ist ja auch nett, oder? Also, es hört sich schon mal nicht schlecht an. Nett. Genau. Kann man ja nicht böse sein. Nur weil er danach mit dem mit einem großen Mech auf einen schießt, da kann man ja trotzdem Freunde sein. Genau. Genau. Eine gute Beziehung führen. Genau. So. Okay, dann ich danke euch alle für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich danke euch allen da draußen für die Zeit, die ihr euch genommen habt, uns anzuhören. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oh, ein Sneak Peek für die nächste Folge. Wir werden uns mit dem Rollenspiel von Battletech befassen, also mit dem Spielsystem und ähnliches. Da hat Olli einen Wunsch geäußert. Willst du noch ein bisschen noch was anteasern? Ja, das liegt ja so ein bisschen an. Wir haben jetzt gerade am Samstag unser drittes Abenteuer beendet. Also 3 klingt jetzt nicht so viel, aber dieses Abenteuer bestand aus 6 Kapiteln, also 6 Spielabenden. Das ist schon ziemlich viel für so ein Rollenspielabenteuer. Und jetzt bereite ich, oder wir haben dann jetzt hoffentlich Oktober, November die 4. Runde. Und wir haben auch Leute dabei, die andere Systeme schon auch gespielt haben. Leute, die auch Erfahrung oder jemand, der auch schon Battletech gespielt hat und selber auch gemeistert hat. Wir haben auch immer wieder darüber diskutiert, welches Regelwerk das bessere ist, weil es gibt ja mehrere mittlerweile bei MechWarrior. Ich glaube 4 Stück an der Zahl. Und auch immer der Vergleich zu anderen Systemen und was denn MechWarrior ausmacht. Und da gibt es so diese vorherrschende Meinung, naja, ohne die Battlemechs ist das Spiel ja total langweilig. Ne? Also wenn die Mech-Kämpfe nicht wären, dann wäre das nichts. Ne? Und da bin ich ziemlich anderer Meinung. Im Gegenteil, ich finde gerade sogar, und darauf werde ich dann auch beim nächsten Mal genau erklären, gerade durch das Fehlen von Magie ist das Spiel aus Meistersicht anspruchsvoller und interessanter, weil du musst halt einfach Szenarien kreieren, die halt auch ohne Magie ansprechend
spannend und fordernd sind. Und das, wenn man das gut kann, und ich bin mir das ein, dass ich das gut hinkriege, ich habe auch schon bei anderen Leuten mitgespielt, dann ist MechWarrior ein wirklich sehr, sehr spannendes System. Hm. Ja. Das war mein Wort zum Sonntag dazu. Okay. Dann cool. Würde ich sagen, freue mich auf die Diskussion. Genau. Dann bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und ciao. 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 Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.